Riesenerleichterung nach dem 3:0-Sieg des SC Potsdam über Navarro Straubing. Am letzten Novembersonntag des Jahres machten die Potsdamerinnen einen wichtigen Schritt in Richtung Finale des DVV-Pokals. Wir sind super happy, super erleichtert. Wir haben unsere Favoritenrolle bestätigt und jetzt sind wir gespannt, wer unser Halbfinalgegner wird. Aber erstmal, ja, super happy. Dabei hatten die Potsdamerinnen durch eine kräftezehrende Woche erstmal Probleme, ins Spiel reinzukommen und lagen schnell 1:5 zurück. Aber der SC kam in der heimischen MBS Arena immer besser in Fahrt und schaffte es mit 22:21 das erste Mal in Führung zu gehen. Kurze Zeit später konnten die Gastgeber dann mit 25:22 den ersten Satz für sich entscheiden. Das ist wirklich ein Problem, weil nach dem Spiel gegen Münster, wirklich nach 5 Sätzen volle Kanne, war wirklich echt schwer diese Woche für uns, körperlich, auch mental. Und zum Beispiel, wir fangen an die Erwärmung und unser Kapitän Anne Ozi ein bisschen schwindelig. Und dann muss ich wechseln in die letzte Minute. Unsere Nummer 12 oder Nova war bereit zu spielen, hat wirklich gut gemacht und freue mich für sie. Aber wirklich, diese Woche war alle Elemente gegen uns. Nun kamen die Potsdamerinnen richtig in Fahrt und gewannen allen Umständen zum Trotz auch Satz Nummer 2. Souverän, auch in der Höhe mit 25:13. In Satz 3 machte der SC Potsdam dort weiter, wo er aufgehört hatte. Auch leichtere Punktverluste konnten nach einer kleinen Feinjustierung des Trainers wieder gerade gerückt werden, sodass die Potsdamerinnen auch Satz 3 verdient gewannen und tapfer kämpfenden Gästen aus Straubing keine Chance ließen. Ihren Trainer erleichterten die Potsdamerinnen dadurch um einiges, der mit dem Spiel seiner Mannschaft mehr als glücklich sein konnte. Jetzt bin ich wirklich 20 Kilo leichter, will ich sagen. Nee, war wirklich viel Druck, auch weil alle diese Elemente waren gegen uns. Nun heißt es für den SC Potsdam, den Schwung aus der Partie mit in die Liga zu nehmen, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren.